So, ich muss gerade sitzen. Es schimpft meine Mutter mit mir. Haha, ein Arztkoffer. Doktorspiele. Also das läutet mehrere Glocken bei mir. Die einen gehen sehr weit zurück in meine Kindergartenzeit. Da hat man sich schon gerne mal so ein bisschen abgehört. Besonders im Brustbereich. Aber natürlich in aller Unschuld. Ansonsten, ja, hey, eine Rolle, die mein Leben verändert hat. Ich bin ja nebenberuflich Schauspieler und zum Glück ziemlich erfolgreich mit einem Tatort unterwegs. Und das erinnert mich also an diese Welt, an die Tatortwelt des Professor Dr. Karl Friedrich Börne. Allerdings muss ich sagen, dass das hier alles Gerätschaften sind, die Menschen angedeihen, die noch am Leben sind. Meine Patienten oder Professor Börnes Patienten haben das bereits hinter sich und hoffen nicht mehr auf Rettung oder Besserung, sondern sind einfach nur still und ermöglichen dem Professor rauszukriegen, woran sie gestorben sind. Ob es ein natürlicher oder ein unnatürlicher Tod war. Auf jeden Fall habe ich auch einen Knall. Ich bin tatsächlich so ein Medizin-Mensch irgendwie. Ich bin medizinaffin und habe so ein Halbwissen, gefährliches Halbwissen und bin wahrscheinlich der Albtraum für jeden Facharzt. Ein Hobel! Ja. Und zugeklebt, damit ich mir nicht wehtue, weil es ist schon sehr lange her. Ich bin tatsächlich gelernter Tischler. Und man denkt hier in eurem Lokalradio, dass ich das nicht mehr beherrsche und ich mir den Finger abhobeln könnte. Das sind diese Dinge, die hatte man, ja, die könnten auch aus dem Mittelalter stammen. Das ist so, man hatte das so in der Hand und dann hobelte man. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Von euch, ich würde es gerne mal sehen. Das sind gute Erinnerungen, weil ich diese Dinger mochte. Stecheisen und so Handbohrer. Ich mochte das mit der Hand gerne bedienen, aber ich habe in einer Tischlerei gelernt, die war für damalige Verhältnisse sehr modern. Es war die Tischlerei der Semperoper in Dresden und auch des Staatsschauspiels. Und da wurden Dekorationen hergestellt, Möbel, Throne, war zum Beispiel mein Gesellenstück, war ein Thron. Und da gab es Maschinen, Hobelmaschinen, die das hier, was man hier sieht, das war ein großer Tisch aus Stahl und das hier, diese Schneide, die war auf einer Walze, die sich drehte. Diese Maschinen waren so irre laut, wenn du die angemacht hast, klang es wie Fliegeralarm oder sowas. Und es ging arschfrüh los damals, ich musste 6.30 Uhr dort antanzen oder 7 Uhr, 6.30 Uhr musste ich da sein. Also da bist du noch im Nirvana. Und dann, wenn es hieß, okay, du gehst an die Hobelmaschine, boah, dann hast du dieses Ding angemacht und dann machte die so endete das. Alleine das ist furchteinflößend und ein Albtraum. Und dann musstest du auch noch an das Ding rantreten. Und einmal, haha, Action, jetzt kommt Action, ist Folgendes passiert. Diese Klingen, die wurden in diese Walzen reingeschraubt. Und man konnte sie auch rausschrauben, zum Schärfen. Und dann musste ein großes Schild stehen. Achtung. Kontrollieren, ob die fest sind. Dieses Schild fehlte. Ich habe es also auch nicht kontrolliert. Habe das Ding angeschaltet und weil ich ein Instinktmensch bin ich sowieso immer schon wegen diesem Lärm ungefähr 5-6 Meter zurückgetreten von dem Ding. Das würde ich sagen, hat mir an diesem Tag vielleicht das Leben gerettet. Sonst würde ich gar nicht hier sitzen und das erzählen können, weil diese beiden Klingen nicht richtig festgeschraubt waren und ab einer bestimmten Drehzahl einfach wegflogen. Wie Geschosse. Und in einer, ich würde sagen, bestimmt 12 cm dicken Betonwand stecken blieben. Ich war kreidebleich. Irgendjemand hatte das versaubeutelt. Ich durfte an dem Tag nach Hause gehen. Das war die gute Nachricht. Aber also ich habe riesen Respekt vor diesen Dingern. Also nicht vor dem hier. Vor dem natürlich nicht. Aber vor diesen großen Hobelmaschinen. Und bin ganz froh, heute jemand zu sein, der sich mit solchen Kindereien wie Schauspiel und Musik machen durchs Leben schlagen darf. Ah,
Das ist ja charmant. Ja, da fühlt man sich willkommen, da fühlt man sich in den Arm genommen. Eine Gratulationskarte, eine Geburtstagskarte. Willkommen im Club der alten Säcke. 50 steht hier drauf. Kleine Kinder, Bauarbeiter mit Helmen, Männer mit Brille und Zigarre, irgendwelche lustigen Figuren tun hier allerlei. Mit Presslufthammern scheinen sie irgendetwas zu zerstören. Andere haben Joints oder was, die sie in die Luft halten. Wahrscheinlich soll die Karte zum Ausdruck bringen, je oller, je doller. Ja, ich nehme das mal als Kompliment. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und ja, es war der 50. Und ich... Das ist schöne Musik. Okay. Natürlich, mit 50 ist man verblödet, da kann man sich auch solche Musik anhören. Klar, das ist das, wozu ich gerne tanze. Und wenn wir uns irgendwo mal begegnen und ich habe diese Karte dabei, dann tut mir den Gefallen und tanzt mit mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. Man erinnert sich auch nicht mehr so gut in meinem Alter. Wie ging das noch? Aber ihr könnt es mir beibringen. Vielen herzlichen Dank. Ein Strick. Ich soll mir einen Strick nehmen. Nein. Was ist das? Ein Bergsteigerseil. Es ist ein Gummi. Okay, wahrscheinlich soll es kein Gummi sein. Wahrscheinlich soll es ein Seil sein. Und es soll einen sichern, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Tatsächlich mache ich immer mal solche Trips. Ich gehe dann, mache dann Dinge, die ich noch nie im Leben gemacht habe vorher und verspreche mir davon Klarheit in der Birne eigentlich. Und ich habe mal sowas auch mir vorgenommen. Ich habe mir ein Buch gekauft, habe da drin gelesen, was man ungefähr wissen muss über Navigation und sich zurechtfinden in den Bergen, in den also hoch in den Bergen, in den Schweizer Alpen. Und da habe ich dann alles gelesen, Kompass, Höhenmesser, was man so braucht. Und habe mir eine topografische Karte besorgt und wollte den Eiger besteigen. Natürlich, selbstverständlich, was sonst. Und da oben kann man herrlich an so einem, dachte ich, herrlich oben, Bergspitze, da gibt es einen Grat, so einen Pass. Und da oben kann man bestimmt, dachte ich, super lang laufen. Kannst nach links gucken, kannst nach rechts gucken. Ja. Und so bin ich losgezogen mit diesem Wunsch und bin in der Schweiz angekommen. Und das allererste, was sofort mal passierte, ist, dass ich aus einer Bergstation ausstieg und ich musste so ungefähr 2 Kilometer nördlich gehen. Und was ich nicht gesehen hatte auf der topografischen Karte, waren diese unglaublich dicht beieinander liegenden Höhenlinien, die jedem erfahrenen Kartenleser anzeigen, da ist ein tiefes, tiefes Tal. Du gehst ungefähr 4 Stunden nach unten und dann drüben nochmal 6 Stunden wieder nach oben. So, das hatte ich gar nicht gesehen und war gleich mein erster Tag im Eimer. Und ich habe es aber gemacht, tapfer, bin dann auch oben auf einem Gletscher gelandet am nächsten Tag. Es kam Nebel und Schneegestöber und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Also ich konnte gerade noch so gucken, dass der Kompass wohin der zeigte. Es war saukalt auf einmal. Konnte noch so einen Meter weit gucken. Dann bin ich so gelaufen, so nach diesem Kompass und auf einmal tauchten aus dem Nichts 2 Bergsteiger, 2 Schweizer, ich nehme mal an Profis auf, die mir entgegenkamen, total eingewickelt, ähnlich wie ich, in so dicke Jacken und den zeigte ich meine Karte so wie man vielleicht in Köln oder sowas sagt, Entschuldigung, wie komme ich denn hier zum Bahnhof? Den zeigte ich also diese Karte und sagte, da will ich hin, guck mal, bin ich da hier richtig? Und dann haben die beiden mich angeguckt, durch ihre Brillen, haben mich angeguckt, als ich konnte richtig förmlich lesen in ihren Augen, dass sie dachten, entweder steht hier der World Champion Crack super auf Droge vor uns oder ein Vollhonk. Und dann konnte ich auch so sehen, dass sie sich für das Zweite entschieden hatten. Und ich glaube, damit hatten sie auch recht. Und sie haben mir dann gesagt, da würde ich nicht hochgehen, oder? Da oben kommst du nicht lebend her und da bricht es dauernd ab und die Schneefelder und da willst du langlaufen, das ist ein Witz, oder? Und dann haben sie mir auf der Karte eine andere Route eingezeichnet und haben sich wahrscheinlich so unsterblich gemacht damit, weil, wer weiß, ob ich diese Geschichte sonst hier erzählen könnte. Ihr seht, es ist schon das zweite Mal, dass ich hier von Lebensgefahr rede. Und sowas hatte ich aber dabei. Also ein bisschen wusste ich. Ich habe dann irgendwann noch auf den Gletscherspalten meinen Rucksack abgelegt, damit man nicht zu schwer ist. Und den dann an so einem Seil hinter mir hergezogen. Darf ich das mit nach Hause nehmen für die nächste Bergtour? Ich muss es zurückgeben.
falsch, falsch, ganz falsch, ganz falsch. Nein, nein, nein. Es wäre Rocher gewesen. Aber gut, wenigstens die Firma stimmt. Insofern bleibt es in der Familie. Diese Dinger schmecken meinem Hund ganz besonders gut und meiner Tochter, der Älteren. Ja. Ferrero, eine Firma, die Süßigkeiten herstellt. Und die hat ein Produkt, der Rocher, Ferrero Rocher. Die gibt es nur, ich glaube, zweimal im Jahr, so ganz bestimmte Saison hat die. Und für die werbe ich. Die schmecken nämlich auch ganz lecker. Und der allererste Werbespot, den wir dafür gedreht haben, der endete, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, damit, dass ich aufstehe und wie ein Opernsopran so einen Ton singe. So. Und die Geschichte war, dass jemand in Gedanken ist, auf so einer Party, aber nicht richtig bei der Sache und mit diesem Goldpapier so rumspielt und dann in seiner Fantasie entsteht so alles Mögliche. Und wie das manchmal so ist, wenn man zum Beispiel einen Walkman aufhat und nicht genau weiß, wie laut man spricht, dann brüllt man auf einmal plötzlich los, mitten in der Straßenbahn, alle gucken einen an, als wäre man bekloppt. Das war die Idee, am Schluss einfach in der Fantasie so weit zu gehen, dass man am Schluss aufsteht und wie diese Opernsängerin singt, diese kleine Goldene, und alle einen angucken, als hätte man sie nicht mehr alle. So, das war relativ revolutionär, denn Ferrero hat sonst einen anderen Stil, was die Werbung angeht. Und dann hat man mir später erzählt, dass der alte Signore Ferrero, den gibt es ja immer noch in Piemont, dass der sowieso skeptisch war, so ein bisschen. Ja, der ist ein eher etwas konservativerer Mensch und hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und der, dem wurde das vorgeführt und er sollte dann was dazu sagen. Und er bedingt sich das aus, dass er das abnimmt. Und dann hat er da gesessen, sie haben mir erzählt, dass er da gesessen hat und sich das angeguckt und sagt, und er ist bekannt, wer kennt ihn? Ja, relativ bekannt in Deutschland und auch so ein ganz guter Typ und so. Ah. Und hat er sich das angeguckt und hat gesagt, aber warum, er singt wie eine Frau? Das hat ihm nicht gefallen. Ja, das hat ihm nicht gefallen. Er wollte schon eher so einen smarten Typen und nicht einen, der singt wie eine Frau. Aber hat ganz gut funktioniert und hat vor allen Dingen Spaß gemacht. Guten Appetit. Achso, ich habe schon weggegeben. Ich hätte schon längst aufhören müssen mit Reden. Machen wir so. Ich habe so aus dem Bild raus und hoi, da ist es wieder. Und gib's zurück.